Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tron Evolution. Ich bin Simon von MuffX. Wir werfen uns in Diskus und hoffen, dass wir irgendwas treffen, was eher nicht danach aussieht. Aber immerhin werden wir getroffen. So. Und ich bin einfach in der Luft explodiert, aber das ist schon okay. Ja, Leute, unser Ziel ist es hier gerade zu entkommen. Sind wir schon entkommen? Naja, wir haben theoretisch Kapitel 3 beendet, also gehe ich einfach mal davon aus, dass wir aus Eier entkommen sind. Aber gut, sieht es immer noch nicht aus. Ihr seht, alles explodiert, alles ist kaputt. Und wir sind mitten drin. Das war ein sehr geiler Jump. Woo! Also, gerade Ausfahren macht eigentlich am meisten Spaß in dem Spiel. Abzubiegen macht nicht so viel Spaß. Und Panzer und alles und Lichtbiker sind hier. Wir sind auf dem Weg zum Raste und es ist nicht allzu leicht, wenn man von Gott und der Welt, vom Computergott wohlgemerkt, und der Computerwelt bebombt wird. Ja, aber sieht verdammt cool aus. Immer das ist gut. So, okay, jetzt hier langsamer, 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 langsamer. Gib, komm, Junge! Die Musik ist so cool. Und komm, da, Ziel. Oh, okay, erstmal wieder 5 Sekunden Ruhe. Okay, das war's mit unserer 5 Sekunden Ruhe. Schön gegen die Wand gefahren. Hey, erstmal, Mann. Also, man stimmt jetzt mal alle 2 Sekunden, Mann, weil Steuerung ist nicht so optimal, Mann. Man kann sehr schwer abbiegen. Ein Drift-Button wäre hammergeil. Aber nun gut. Aber es sieht dafür so spektakulär aus, Mann. Da verzeih ich das, Mann. Oder auch nicht. Okay, links oder rechts, links oder rechts. Ich glaube, man sieht, dass ich mich nicht gut entscheiden kann. So. Alte Weisheit. Immer den rechten Weg. Wieso frage ich überhaupt so blöd? Sind es Panzer oder sind es Diskus? Alter, ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß nur, der hat mir gerade voll ins Gesicht getroffen. Aber egal. So, okay. Läuft. Läuft. Hey, es ist ein kleines Programm, Mann. Ich bin ein kleines Programm, Mann. Und die tun hier gleich mal Valhalla machen. Ganz schöne Strecke, ja. Und jetzt war's das, oder? Geronimo! Ich dachte, jetzt kommt noch ein cooler. Also einen coolen Sprung zum Abschied will ich noch so. Spielraste, Sonne. Oh, jetzt geht's aufs Raster. Infiltriere das Spielraster. Okay, wir sind jetzt in der Arena, die auch in Tron Evolution zu sehen war. Wo ja da auch einiges abging. Jetzt ist die Frage, was wir uns holen. Den Stasis-Mod 2 holen wir uns definitiv nicht. Ja, dann würde ich fast sagen, Energiekondensator. Steigert die Energiereserve. Haben wir schon? Na, ich finde Reparaturmod. Das ist das Wichtigste. Brauchen wir noch 4 Punkte. Nun geht's auf das berühmteste Station eigentlich im Tron-Universum. Das Raster. Dort, wo die Programme gegenseitig kämpfen, aber natürlich mit dem coolen Diskus und zum anderen natürlich mit dem Bike. Und ich hoffe, da kommt jetzt eine richtige Bike-Sequenz, wo wir die Gegner irgendwie, obwohl, ja, bei der Steuerung weiß ich nicht, ob ich das wirklich will. Ja, egal, ich will es trotzdem, Mann, das ist einfach so awesome, Mann. So, da nehme ich das in Kauf, dass das nicht so ganz gut funktioniert. Falsche Taste. Ich schaff doch auch so den Sprung, oder? Falschen Disk ausgewählt. So, da. Okay. Energie. Und weiter geht's. Okay. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, wieso ich überhaupt hingegangen bin. Aber ich bin mir auch gerade nicht so sicher, wo hier das Ziel sein soll. Na gut. Tür, gehst du auf? Auf einer Skala von 1 bis 9 ist das eine 9, glaube ich. So, da. Ja, wir haben eigentlich viel zu wenig über Tron eigentlich geredet. Wie gesagt, ich habe den ersten Tron einmal gesehen, den Film, habe ich glaube ich schon mal erzählt, und fand ihn ganz cool. Er ist natürlich heute ein wenig veraltet. Ich meine, Leute, der Film hat auch inzwischen seine Jahre. Aber ist halt immer noch visuell echt ziemlich, ziemlich beeindruckend. Besonders wenn man sich überlegt, die Zeit. Okay, wir müssen erst alle Gegner besiegen, glaube ich, bevor es weitergeht. Was mir im ersten Tron halt immer gut gefallen hat, Jeff Bridges, Mann. Jeff Bridges ist immer awesome. Und das ist natürlich jetzt wieder dann videospielmäßig.
Tron in, von Tron gab es eine Stage und das war auch das erste Mal, wo ich von Tron ehrlich gesagt gehört habe. Und zwar in Kingdom Hearts 2 gab es eine Stage, man, wo man dann auch am Ende gegen dann, wie hieß er nochmal? Hell? Nee, Hell, der war in einem anderen Ding über Computer. Ich habe leider vergessen, wie der Antagonist hieß. Aber zumindest der ist dann aufgetaucht, man, und war da ein ziemlich cooler Bossfight in Kingdom Hearts. Ah, das heißt ja, da habt ihr oder Unautorisierung. So, und das war das erste Mal, wo ich von Tron gehört habe überhaupt. Da war ich, wann ist Kingdom Hearts rausgekommen? 2006? 11 Jahre oder so? Habe ich mir dann irgendwann mal so mit 13, 14 angeschaut. Fand ihn immer noch sehr interessant, aber er ist schon heute ein wenig veraltet, sage ich jetzt einfach mal. Man kann ihn immer gut anschauen, aber es ist schon ein wenig, ich sag nicht anstrengend, es ist halt, es ist aber was Eigenes, um es nett auszudrücken. Um es jetzt mal ganz nett auszudrücken. Ach, okay, Schalter müssen wir aktivieren. Ich dachte, Gegner besiegen reicht. Ja, okay, dann müssen wir leider nochmal auf die Plattform davor. So, dann, okay. So, Schalter suche, ich liebe es. So, da ist der nächste Schalter. Und der Film, wo mich Tron eigentlich verkauft hat, war Tron Evolution. Wie gesagt, einmal im IMAX habe ich das gesehen. Und der sah wirklich in 3D spektakulär aus. Das wäre fast für mich, also das ist so einer der Filme, die ich wirklich saumäßig gerne nochmal in 3D sehen würde. Und fast für mich sogar ein Grund wäre, hier nochmal irgendwie so einen 3D-Fernseher zu kaufen, auch wenn die ja leider ein bisschen am Aussterben sind. Weil das ist wirklich ein Film neben Avatar, der sich einfach so dafür anbietet und auch so genial aussieht in seinem 3D. Bitte sag nicht, dass nochmal alles von neu ist, nur weil er jetzt nicht gescheit springen wollte. Ja, okay, ab hier. Das ist akzeptabel. Nun gut, und Tron Evolution war dann der Film, den ich auch seitdem oft im Fernsehen gesehen habe. Läuft ja alle 3 Monate gefühlt mal auf Pro7. Und ich finde ihn immer noch super. Er ist storytechnisch nicht ganz so gut. Er hat so seine Macken, der Film. Das ist leider einfach so. Die Gegner sind nachgespannt, aber ich war doch da. Achso, ich habe keine Energie. Ich frage mich schon, was da schon wieder schief läuft. So. 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 Weg mit euch. Und ich finde ihn immer noch, für mich, ich bin ja persönlich immer Fan, das sage ich immer wieder, von so Cyberpunk. Nicht von so Zukunft, Sci-Fi, wir fliegen durch Weltraum und haben Abenteuer und lernen Aliens kennen. Das mache ich nicht, aber von diesen düsteren Zukunftswelten. Beste Marke natürlich immer wieder, muss man immer wieder erwähnen, weil es einfach der Genre Primus da immer noch ist. Blade Runner, werden wir auch bald einen zweiten Teil haben. Ist natürlich hier das beste Beispiel. Aber Tron Evolution geht für mich auch in diese Kerbe. Es ist sehr düster, diese Cyberwelt. Und ein Buch, was ich mal gelesen habe, Neuromancer, wo ja auch Blade Runner irgendwie besser drauf basiert. Finde ich, hat auch sehr viel Einfluss auf dieses Spiel, ehrlich gesagt, gehabt. Von dieser ganzen. Da hieß es ja auch Raster? Hieß es da auch Raster? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wie hieß denn das nochmal? Doch, ich glaube, es hieß Raster. Ich weiß es leider nicht mehr. So, jetzt fehlt uns noch ein Schalter. Gott weiß, wo der jetzt schon wieder ist. Ah, okay. Sehr gut. Es ist ein guter Schalter. Befindet sich gleich bei der Tür. Alle Turbinen an und weiter geht's. Und persönlich liebe ich immer noch Blade Runner. Nicht Blade Runner. Tron eben. Tron Evolution liebe ich immer noch als Film wirklich, einfach weil er durch das Look and Feel. Ich finde auch persönlich die Story ziemlich gut, auch wenn ich da immer gelesen habe, die ist irgendwie nicht so toll. Und auch vom Beeindruckenden ist es nicht mehr ganz so beeindruckend wie damals eben Tron. Was ja, plausibel ist, weil heute kommt ja alle 2 Wochen so ein Film aus, der so aussieht. Aber ich finde immer noch... Was ist denn das? Normalerweise tun die mich doch immer schön in die richtige Richtung bringen, aber der nicht. Der hat gesagt, nee... Das wäre viel zu einfach. So. Naja. Muss ich wieder Schalter aktivieren oder laufe jetzt einfach einmal im Kreis rum? Seid mir jetzt nicht böse. Aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll.
Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Wow. Ich bin wieder hier. Okay. Cool. Schön. Ich muss da hoch. Und von da aus muss ich jetzt da hoch. Geht nicht. Geht nicht. Also ernsthaft, Mann. Da muss ich mir... Jetzt geht dieser blöde Kompass schon wieder nicht. Und du hörst mal auf, hier merkwürdige Geräusche. Mann, Leute, wo geht's denn hier lang? Ernsthaft, Mann. Es ist einfach ein kreisräumiger Raum mit einer Tür. Die Tür geht nicht auf. Es gibt ja auch keine Schalter. So wie ich das jetzt hier sehe. Da ist noch was? Da kommen wir aber her. Ach, liebe Spielchen. Manchmal hast du schon so deine geilen Momente. Zum Beispiel, wenn du mich in einen runden Raum machst, wo es eine Tür ist, die nicht aufgeht. Es sind immer so die tollen Momente. Und sonst hast du auch mal deine 1000 Kamerafahrten, wo du mir zeigst, wo es ungefähr hingeht, die eigentlich super deutlich sind. Aber bei sowas kannst du mir nichts sagen. Wartet mal, nein, ich möchte nicht. Möchte ich immer noch nicht, wartet. Ich dachte, ich kann da hoch. Ich muss schon hier hoch. Aber was halt dann? Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Ah, da, ich hab's sofort versucht und ich bin da nicht hochgekommen. War nicht so gut. Reden wir lieber weiter über Tenno Evolution. Und persönlich, wie gesagt, mir gefällt meine Story. Mir gefällt auch die Charaktere in dem Film ziemlich gut. Die Handlung, ich finde, es gibt eine unschöne Sache. Ich meine, das ist dann gegen Ende. Es ist ein gewisser... Ja, Leute, ich meine, wenn man das Spiel spielt, dann hat man wahrscheinlich auch einen Film gesehen. Aber ich meine, ich möchte es einfach mal nicht sagen. So wie der Charakter. So etwas passiert halt auch einem Charakter im Film. Und das war... Oh, cool, das war ein Checkpoint. Und das fand ich halt ziemlich schön Sinn. Unschön. Aber jetzt sind wir am Raster. Zum Glück ist das Kraftfeld zwischen uns. Wenn ich genau hinschaue, kann ich den Dampf sehen, der aus deinen Ohren kommt. Immer hübsch lächeln, solange du noch kannst. Ach, vergiss ihn. Er ist nur etwas muffig. Hey, ich kenn dich. Aus Zuses Bar. Du hast dich mit deiner Freundin über Flynn unterhalten. Du suchst nach ihm, nicht wahr? Nicht antworten. Ich sehe es dir an. Ich bin dein Programm. Du kannst dich bestimmt um ein kleines Detail kümmern. Kannst du mir hier raushelfen? Hey, tust du mir einen Gefallen? Siehst du den Knopf, den blinkenden da? Drück einfach drauf, okay? Hey, danke. Und jetzt nimm meine Hand. Sehr gut. Es wäre toll, wenn du mir für eine Weile aushelfen würdest. Oh, und ich würde einen Bogen um den großen Kerl machen. Er ist ziemlich sauer. Das Spiel ist neu, aber keine Sorge. Die Regeln sind einfach. Wer gewinnt, überlebt. Los geht's! Programme! Wie ihr zweifellos erfahren habt, wird der Raster vom sogenannten Abraxas-Virus heimgesucht. Ihr wisst jedoch vermutlich noch nicht, dass Abraxas von einem ISO abstammt. Als ich Kevin Flynn davon berichtete, konnte er mir nicht glauben. Er sagte, ein ISO würde etwas nicht tun. Aber leider weiß Flynn genauso wenig wie wir, wozu ein ISO steht. Seit die ISOs in unser System gekommen sind, war ich gegen sie. Sie haben keine Direktiven, keinen Zweck. Sie stehen für Unsicherheit und Risiko. Sie stehen für Unsicherheit und Risiko. Sie werden uns zu der Perfektion entgegen. Und mit Abraxas sehen wir jetzt, wohin das führt. Wir müssen den Virus eliminieren. Aber das ist nur der Anfang. Wir müssen seine Verbreitung verhindern.
Für jene, die auch wirklich hierher gehören. Denn wir haben einen Zweck. Ich weiß, das ist sehr enttäuschend. Aber ich höre, ihr müsst euch damit abfinden. Ich werde uns von der Bedrohung der Insel. Auch nennen. Ab heute sind wir keine Basics mehr.